Farben, Strähnen, Dauerwellen, Kälte, Föhnen, all das zerstört unsere Haare. Wir müssen sie wieder von innen aufbauen und von außen versiegeln. Wie wir das schaffen, das kommt jetzt im Video. Das Haar besteht aus verschiedenen Schichten. Das ist einmal in der Mitte das Mark, die Medulla. Dann kommt ein schützender Mantel, die Cortex. Und außenrum ist die Schuppenschicht, die Cuticula. Das sind natürlich alles sehr, sehr schwierige Ausdrücke. Und da könnt ihr vielleicht nicht so viel mit anfangen. Aber wenn ihr euch mal ein Haar vorstellt, wie ein Tannenzapfen, der wieder geschlossen werden muss, damit es glänzen kann. Denn Haar kann nur glänzen, wenn Licht sich darauf spiegeln kann. Und das Problem bei den meisten ist, dass sie gar nicht wissen, wie pflege ich denn mein Haar. Die meisten lassen sogar die Spülung weg. Das heißt, die Spülung ist dazu da, dass diese Schuppenschicht wieder geglättet wird. Das heißt also, ich wasche mein Haar. Und bei dem Waschen ist es so, dass eigentlich das Haar nur aufgeraut wird, das Haar wird geöffnet und wird also vorbereitet auf Pflegestoffe. Im Anschluss trägt man eine Haarmaske auf. Das heißt also, die Pflegestoffe, die dringen durch diese Schuppenschicht in das Haar ein. Und dann muss das Haar wieder geschlossen werden und das passiert mit einer Spülung. Das ist schon mal das größte Problem, dass die meisten eben einfach nur die Haare waschen. Und dann tun sie gar nichts mehr. Das heißt also, das Haar ist offen und wenn wir dann rausgehen, wir gehen an die Luft und es nimmt sich die Feuchtigkeit aus der Luft, das Haar ist nicht geschlossen und ist auch nicht geschützt, wenn die Sonne scheint, wenn Kälte kommt und all diese Dinge. Und dann gehst du in die Drogerie oder in den Friseurfachhandel und stehst dann vor solchen Regalen. Meterweise Produkte für die Haare. Wer blickt denn da noch durch? Ja, kein Mensch. Und ich habe mir gedacht, ich gehe für euch mal in die Drogerie und in den Friseurgroßhandel und versuche mal ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Ja, wie erkenne ich denn überhaupt, was mein Haar braucht? Ein Haar braucht auf der einen Seite Feuchtigkeit und auf der anderen Seite Proteine. Aber was ist das denn alles, bitteschön? Also wie finde ich raus, was mein Haar braucht? Als allererstes geht ihr mal hin und holt euch ein Tiefenreinigungsshampoo. Mit dem Shampoo könnt ihr erstmal das Haar waschen und ihr benutzt überhaupt gar keine Spülung. Dann trocknet ihr das Haar, ohne dass ihr eine Föhnbürste oder irgendetwas benutzt. Und dann fasst ihr mal in die Haare rein. Und dann erkennt ihr an der Haarstruktur, wie sich euer Haar eben anfühlt. Ist es so, dass es ziemlich schlapp ist? Oder ist es so, dass es ziemlich trocken ist, es knirscht und es spröde, es sieht glanzlos aus und es fühlt sich ja, irgendwie wie Glas an. Und es gibt auf der einen Seite dann die Haarpflege, die das Haar geschmeidig macht und auf der anderen Seite die Haarpflege, die das Haar stabilisiert. Denn es ist so, ihr könnt zum Beispiel einen Test mal machen zu Hause. Versucht mal, euch ein paar Haare einzeln rauszureißen. Und die mal in ein Glas mit Wasser ein bisschen zusammenzunehmen, also ein bisschen zu einem kleinen Klümpchen zu formen und dann einfach in dieses Wasserglas rein. Innerhalb von einer Minute werdet ihr sehen, sinkt das Haar ganz schnell oder bleibt das Haar an der Oberfläche. Ihr könnt das auch gerne mal mit dem Haar vielleicht eurer Männer oder der Kinder auch noch mal ein bisschen testen. Denn meist ist es so, dass ein Kinderhaar ja keine chemischen Behandlungen hat und ist ja noch sehr, sehr unbelastet. Dieses Haar wird an der Oberfläche schwimmen und ein Haar, was geschädigt ist, wird relativ schnell sinken. Ein weiterer Test wäre, wenn ihr ein Haar nehmt und versucht, einen Knoten da reinzubinden. Bei einem gesunden Haar löst sich dieser Knoten. Bei einem Haar, was geschädigt ist, bleibt der Knoten ganz fest und er bleibt. Ja, und da ist es so, dass einfach das Haar wirklich Pflege braucht. Und jetzt versuchen wir mal zu schauen, was ist alles möglich? Was könnt ihr machen? Also wie gesagt, auf jeden Fall ein Shampoo und eine Spülung, damit das Haar versiegelt wird. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also von einer Leave-In-Kur. Aber was ist denn zum Beispiel wieder eine Leave-In-Kur? Es gibt ein Leave-In und ein Rinse-Out. Leave-In, das sind zum Beispiel diese Produkte. Das sind also Produkte, die nach dem Haarewaschen, nach der Spülung in eurem Haar bleiben. Sie werden entweder als Paste eingeknetet oder sie werden eingesprüht. Und da versuche ich euch jetzt mal unterschiedliche vorzustellen. Wie finde ich aber heraus, ob mein Haar Keratin oder Feuchtigkeit braucht? Du machst einen Test und zwar, du nimmst dein Haar in dem feuchten Zustand
Und wenn das Haar sich sehr zieht, man sagt immer, es zieht sich wie Kaugummi, dann braucht es Proteine. Wenn du das Haar sehr stark ziehen kannst und anschließend bricht es, braucht es auch Protein. Hast du aber ein Haar, wo du sagst, das dehnt sich, das bricht sofort, das bröselt dir regelrecht weg, dann fehlt diesem Haar Feuchtigkeit. In dem Haar ist Keratin enthalten, das Haar besteht zu 90% aus Keratin. Und es gibt in vielen Shampoos und Pflegestoffen flüssiges Keratin, was dein Haar wieder aufbaut. Und jetzt werden wir mal auf die einzelnen Produkte eingehen, die es in der Drogerie gibt. Ich beginne einfach mal mit einem Haaröl. Also für mich persönlich ist von Kliskur das Haaröl mein persönlicher Favorit. Aber ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, mit welchem Öl ihr gerne arbeitet. Das Öl ummantelt das Haar. Das heißt also, wenn ihr die Haare gewaschen habt, die Spülung drauf habt, dann könnt ihr euch so einen Tropfen Öl in die Haare, in die Längen und in die Spitzen kneten. Ein Haaröl soll nicht angewendet werden, wenn ihr mit einem Glätteisen zum Beispiel oder mit einem Lockeneisen arbeitet. Dann lieber das Haaröl danach erst verwenden. Was immer auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben ein Hitzeschutz. Der Hitzeschutz, der kommt vor dem Glätteisen oder vor dem Föhnen halt immer auf das Haar, schützt das Haar, stabilisiert es, ja, und schützt es vor allen Dingen von der Wärme. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Pflege, zum Beispiel die im Haar bleibt, eine Leave-In-Kur. Die Leave-In-Kur, die kann also entweder anstatt einer Spülung genommen werden. Ich mache das persönlich immer so, ich nehme immer eine Spülung und nehme dann trotzdem auch eine Leave-In-Kur. Da gibt es verschiedene zum Beispiel. Ich habe einmal hier eine von Olaplex, das ist die Nummer 6. Das ist also ein Produkt, was sehr cremig ist. Also es wird einmal hier so in den Händen verrieben und wird dann so in das Haar reingegeben. Das kann man im Nassen und im Trockenen machen. Bei dem Olaplex Nummer 6 ist es allerdings so, es glättet unglaublich die Struktur. Das heißt also, ich habe es eine ganze Zeit lang benutzt und meine Locken waren irgendwie, hingen sich sehr stark aus. Dann habe ich für mich festgestellt, es ist eigentlich dazu da, dass es wirklich das Haar und die Struktur glättet. Und ist geeignet, wenn ihr eben entweder selbst Locken habt, die eine Sprungkraft haben sollen, oder wenn ihr ein geglättetes, langes Haar haben wollt. Dann ist sie super. Mein Favorit, was ich also selbst auch sehr gerne benutze, das ist die Zwei-Phasen-Kur von Revlon. Das ist eine Leave-In-Kur, eine Feuchtigkeitspflege. Also, sie hat einen Sonnenschutz zum Beispiel. Sie gibt Volumen. Sie ist also besonders geeignet für ein feines Haar. Das ist jetzt kein Produkt, was man in der Drogerie bekommt. Es ist ein Produkt, was man also online bestellen kann oder im Friseurfachhandel bekommt. Und es macht die Haare super leicht kämmbar. Es gibt tolles Volumen, ist geeignet für ein feines Haar. Vor allen Dingen, also es ist antistatisch noch. Wenn ihr im Winter rausgeht oder ihr kommt zum Beispiel in Geschäfte, wollt mal was anprobieren, zieht was über den Kopf, also dann ist es so, dass es also nicht direkt diese fliegenden Haare macht. Also ich liebe es, es ist ummantelt das Haar. Ich finde, es riecht noch sehr gut. Also für mich ist das ja, ist wirklich ein Top-Produkt. Dann habe ich im Friseurgroßhandel noch von Röttgen One United mir angeschaut. Habe also mit der Dame dort im Verkauf gesprochen, habe gesagt, was sind eure bestverkauftesten Leave-In-Produkte oder eure Haarmasken? Und da hat sie mir drei davon mitgegeben. Unter anderem hat sie gesagt, sie schwört eben auf dieses, weil es ganz, ganz viele Dinge vereint. 25 unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel Hitzeschutz, es ist für ein koloriertes Haar, es ummantelt das Haar, es kittet das Haar, es stabilisiert die Haare, es gibt Volumen. Du kannst es für alle Haartypen anwenden. Also ein Produkt, muss ich sagen, habe ich auch die ganze Zeit schon probiert. Das gibt einen unglaublich schönen Glanz. Und trotzdem macht es dein Haar nicht zu weich. Das ist ja immer so das Problem, dass ich das höre, auch bei Kunden, dass sie sagen, ja, ich würde ja gerne mal eine Haarpflege nehmen, aber es macht mein Haar immer so weich. Und dann sage ich, dann habt ihr einfach die falsche Pflege. Es gibt Pflege speziell für ein feines Haar. Das heißt also, es muss ein bisschen stabiler sein und vor allen Dingen geht nicht direkt hin und macht es direkt an den Haaransatz, sondern wirklich nur in die Längen und die Spitzen. Und wie gehe ich denn dann um?
mit einer Haarpflege? Ich mache es immer so, dass ich eine Spülung oder aber auch eine Packung immer durchkämme. Das heißt also, ich habe zum Beispiel in meinem Badezimmer, also unter der Dusche, diesen Haarkamm. Damit gehe ich mir dann durch das feuchte Haar und glätte das schon mal und bin natürlich ganz vorsichtig. Fangt nicht von oben nach unten an, sondern man fängt immer in der Spitze, Mittelstück und oben dann an, bis man die Haare entwirrt. Und dieses Kletten der Haarstruktur macht einfach das Haar viel glänzender. Das heißt, wenn ihr das im Anschluss ausspült und nachher eure Haare dann föhnt, dann sind die Haare viel, viel glatter und glänzender. Das ist auch mal noch so ein Tipp, was die meisten nicht machen. Die geben die Spülung ins Haar, spülen es wieder aus und erwarten dann eben eine tolle, glatte Struktur. Dann gibt es im DM war ich dann auch noch Glisskur. Die mag ich auch sehr gerne. Das ist jetzt ein Produkt, wenn ihr im Sommer unterwegs seid. Ich nehme es jetzt einfach mit. Wir haben natürlich jetzt Winter, es ist kalt, aber es sind ja auch viele, die jetzt vielleicht in die Sonne auch fliegen. Und das ist ein Produkt, was also auch wunderbar funktioniert. Das hat einen UV-Filter. Das Ganze lässt sich wunderbar kämmen im Haar. Hat auch nochmal so Schimmerpartikel, das heißt also zusätzlicher Glanz in der Sonne. Ja, dann geht es einmal weiter. Und zwar zu den verschiedenen Produkten. Ich habe in der Drogerie dann auch noch mal eine sehr gute Freundin gefragt, die dort arbeitet. Ich habe gesagt, was sind denn eure Haarmasken, die sich am besten verkaufen? Was sind Haarmasken, wo du sagst, die kannst du weiterempfehlen? Dann hat sie mir einmal genannt, einmal auch hier von Glisskur. Das ist ein Produkt, eine Versiegelung der Spitzen gegen Spliss. Es ist nicht so gut geeignet für ein feines Haar und es ist auch besonders für ein langes Haar. Das heißt also, Spliss, was du jetzt in den Spitzen hast, geh einfach hin und nimm dir das so ein bisschen auf die Handinnenfläche und massier es dir wirklich richtig in die Spitzen rein, damit also der Spliss, das heißt also die Haarfasern, die hängen am Haar, wieder gekittet und geklättet werden. Also das ist wie gesagt für ein langes Haar, nicht unbedingt für ein feines Haar. Also es kann auch koloriert sein, aber da würde ich das zum Beispiel empfehlen. Das ist die Anti-Spliss-Wunderkur. Dann geht es weiter. Dann sagte sie, Dunja, schau dir unbedingt mal von Fruchtis die Oil Repair Wunderbutter an. Meine Kunden mussten herhalten, wir haben das also auch mal getestet und da war ich selbst sehr, sehr begeistert. Und zwar hat sie drei verschiedene Öle. Das ist einmal Shea-Butter und Macadamia und einmal Jojoba und Mandelöl. Du kannst sie anwenden, indem du sie eine Minute in dein Haar knetest, das Haar wieder durchkämmst und dann ausspülst. Oder du gibst dir eine ganz kleine Menge auf die Handinnenfläche und knetest es in das Haar und kannst es auch als Leave-In-Kur verwenden. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt ein paar Mal getestet, habe sie auch eben an Kunden getestet und ich muss sagen, wir waren alle sehr, sehr begeistert. Sie gibt einen tollen Glanz und vereint einfach Leave-In und Rinse-Out. Absolute Empfehlung, muss ich sagen, ich war begeistert. So, dann höre ich auch immer wieder, dass man Probleme hat mit Frizz. Also das heißt, dass die Haare die Luftfeuchtigkeit annehmen und die Haare stehen ab. Ja, irgendwie, sage ich jetzt mal, ist das ganze Haar so ein bisschen unstrukturiert und geht in alle Richtungen. Und wenn ihr das habt, dann habe ich die Empfehlung bekommen von der John Frieda Wunderkur. Das ist auch eine tiefenwirksame Kur. Die machte also auch einen sehr guten Job. Was mir besonders gut aufgefallen ist, als ich sie getestet habe, dass sie besonders wirklich dafür geeignet ist, dass die Haare nicht mehr abstehen. Also diese kleinen Härchen, die man immer schon mal hat, die so wild abstehen oder kurze abgebrochene Haare, glättet sie absolut. Wenn das euer Hauptproblem ist, dann würde ich euch raten, die so mal zu verwenden, denn das ist auch wirklich eine ganz tolle aus der Drogerie und ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Zu der John Frieda Kur ist noch zu sagen, also das ist ein Arganöl und Kokosnussöl, ist besonders für trocken und widerspenstiges Haar. Ihr könnt es benutzen, wenn ihr Dauerwelle, koloriertes Haar habt, Anti-Frizz und es gibt einen besonders tollen Glanz.
Hier habe ich noch ein Friseurprodukt von L'Oréal, die Enforcer. Das ist eine Haarmaske mit B6 und Biotin, Anti-Haarbruch. Das heißt also, wenn du merkst, dass deine Haare sehr spröde sind und leicht brechen, dann ist das eine ganz, ganz intensive Pflege. Und sie entwirrt deine Haare. Und da habe ich festgestellt, also im Test wie mit meinen Kunden und bei mir selbst auch, dass es also einen Mega-Glanz hat. Also wer jetzt etwas sucht, wo er jetzt einen besonders tollen Glanz bekommt, dann ist das eine ganz, ganz tolle Pflege. Bekommt ihr allerdings nur entweder im Friseur-Großhandel oder eben online. Aber das ist auch eine Top-Empfehlung, also in dem professionellen Haarbereich. Ja, weiter geht es auch mit einer meiner Lieblingsmasken. Das ist die Fusion von Wella. Da muss ich sagen, da habe ich mit vielen, vielen Kollegen schon drüber gesprochen. Das ist also eine Pflege, die dein Haar wirklich sehr, sehr stark nährt. Ist eine tolle Feuchtigkeitsmaske. Das ist eben was, wenn dein Haar so, ja, sehr schnell bricht, sehr brüchig ist, wenn es glanzlos und spröde ist und sich sehr trocken anfühlt, dann hast du das Problem gelöst. Also das ist für ein dauergewelltes Haar, für ein lockiges Haar, für ein koloriertes Haar, ist sehr, sehr regenerierend und hat also Seidenaminosäuren enthalten und regeneriert also top. Da muss ich sagen, das ist eine wirklich super Empfehlung in dem Friseurbereich. Viele Kollegen lieben die, ich auch. Gehypt immer auch Olaplex. Olaplex, die Nummer 8, ist auch eine Pflege, die bleibt nur kurz im Haar. Die wird also nach dem Shampoonieren benutzt und gehört also in die Reihe der ganzen Olaplex-Produkte und ist eine reine Feuchtigkeitspflege. Die Olaplex-Serie, die baut das Haar ja wieder auf, wobei das jetzt wirklich eine reine Feuchtigkeitspflege ist, die so zwischendurch genommen wird. Ja, und ganz zum Schluss gibt es nochmal, vielleicht haben einige von euch schon eine Keratinbehandlung mal im Haar gehabt. Das Haar wird geglättet, ist also besonders für naturgelocktes Haar, um eben ja, für lockiges Haar das Haar wieder in der Struktur zu stärken, gibt es hier diese Keratin Control. Das ist ein Produkt aus Italien, ist auch ein Friseur-exklusives Produkt, kann man aber im Großhandel bekommen oder kann man eben auch online bestellen. Wenn ihr eine Keratinbehandlung habt oder wollt euer Haar stabilisieren und mehr mit Keratin versorgen, dann ist das also auch eine wunderbare Kur, ist auch nur zu empfehlen. Ich habe euch jetzt ganz viele Produkte vorgestellt aus der Drogerie oder Friseur-exklusiv. Hoffe, ich habe etwas Licht ins Dunkle gebracht. Ihr wisst jetzt, wann ihr Keratin und wann ihr Feuchtigkeit braucht, wo ihr die Produkte findet. Die Verkäuferinnen haben ihre ja, Lieblinge und bestverkauftesten Produkte vorgestellt. Es sind alles Produkte, die mindestens 4,5 Sterne haben. Das heißt also, verkaufen kann man sich nicht. Es ist aber allerdings so, es ist eine Empfehlung und man muss Haarprodukte immer austesten. Also ich kann jetzt sagen, was für mein Haar gut ist. Vielleicht habt ihr auch, findet ihr in all diesen Produkten auch viele Sachen, wo ihr sagt, das finde ich toll, das probiere ich mal aus. Oder ihr benutzt vielleicht schon das ein oder andere. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr noch tolle Tipps habt, was man noch verwenden kann, was vielleicht jetzt heute im Video nicht drin war. Es sind also Produkte, die wirklich gut funktionieren, wo ihr euch nicht verkaufen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten sage ich, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es war ein Wunsch von euch, mal etwas ja, über die Haare zu erzählen und über die Pflege zu erzählen. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis demnächst und ja, bleibt mir treu und abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich freuen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.